Doktor. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ach, ernsthaft? Okay. Aber ich glaube, wir haben eigentlich, was wir so entdeckt haben, hat sich, glaube ich, schon gespeichert. Von dem her... Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass jetzt die Leute wieder da sind. Die wir vorher schon getötet haben. Das ist jetzt aber erstmal wurscht. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Möglich, ja. Das hört aber keiner, oder? Dieser laute Dong. Das kriegt keiner mit. Na, na. Ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir hin müssten. Noch eine Wildschwein. Eins davon haben wir. Schauen wir mal, ob das andere da unten noch rauskommt. Jawohl. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Solange es der Typ da an der Seite nicht sieht. Was er, glaube ich, auch nicht tut, weil er nämlich wieder weggeht. Okay. Ja, weil Wildschweinzeug, das ist schon ein bisschen was wert, eher. Sehr gut. So, hier waren wir ja schon. Schauen wir mal, ob die Leute hier wieder da sind. Ja, der ist wieder da. Das heißt, wir können sie nicht so frei bewegen, wie ich das gerne hätte hier, wa? Was wir auch mal noch kurz machen können. Weil hier ist es ja relativ ruhig. Ist das irgendwas zum... Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Mongolisch müssen wir erst lernen. Schauen wir mal ganz kurz, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen eigentlich nach da vorne hin. Was ist das da? So viel Stuff hier, das ist unglaublich. Und jetzt haben wir wieder weniger Zeug zum machen. Feuerart Nummer 4. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, hier gibt es einen kleinen Goldschatz. Es liegen immer viel mehr Goldteile rum, als es uns dann geben. Finde ich ein bisschen schade. Komm, geh hoch. Kannst du da nicht hoch? Dann springst du halt auf die Seite rüber. Okay, eine weitere Truhe. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Das ist richtig. Ist nicht verkehrt, wenn man sich selbst quasi versorgen kann. Okay, das ist ja mal wirklich eine ziemlich dumme Stelle für sowas. Aber ich sehe hier gerade keinen. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal raus. Okay. Hier kann man Pilze ernten aus einem Baum. Das hatte ich noch nie bis jetzt.
Und ich würde zu gern wissen, was es damit auf sich hat. Weil das wird hier angezeigt. Ach, da ist eine Kiste drin, oder? Oder kann ich das einfach nur... Hm. Ja, ich glaube, ich müsste es anzünden. Wetten? Dann würde die Kiste droppen. Ja. Aber das lohnt sich eigentlich fast nicht. Ja, wegen ein so einem Ding. Nee, das lohnt sich nicht. Dette lohnt sich nicht. Okay. Ja, komm, was war das? Hoch mit dir. Sehr schön. So, wir müssen nach wie vor nach da drüben. Ich habe aber hier eigentlich noch so viel zu entdecken. Da unten sind wieder zwei Wachmänner. Hm, ich würde auch, wie gesagt, zu gern zu den Türmen ganz nach oben. Aber da sehe ich halt aktuell noch überhaupt keine Chance für uns. Krass, wie sich hier auch die Eiszapfen immer so formen. Richtig schön gemacht. Und ich könnte mich hier, glaube ich, noch 2 Stunden aufhalten. Da können wir, glaube ich, rüber. Da können wir definitiv rüber. Okay, optionale Herausforderung. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Oh Gott. Oh, puh. Gut, dass du dich auch darüber backen kannst, Mädel. Das hat mir gerade sehr gut geholfen. Sollen wir in die Richtung oder... Ne, wir müssen noch weiter hoch. Okay. Und dann hier noch weiter hoch. Jawohl. Yes, bitches. Dunk. 3 von 5 Glocken haben wir abgeschnitten. Hier wird es direkt nach da drüben gehen. Da wollen wir aber absolut nicht hin. Wir könnten jetzt hier rüber. Selbst von da oben gibt es ein Seil runter. Aber selbst darüber wollen wir nicht. Wir würden gerne noch da hoch wollen. Aber ist schon mal ganz cool, dass wir es hier bis hierher hoch geschafft haben. Aber ich sehe hier sonst keine Möglichkeit. Und da drüben waren wir eben schon. Das heißt, es bringt uns auch nichts. Okay, also Leute, ich glaube, wir nehmen wirklich den Abgang nach hier. Wir hängen zwar hier das Ding da ein. Einfach, um es zu haben. Aber brauchen tun wir es, glaube ich, nicht. Ich muss eingeschlafen sein. Die Zeit lässt sich im Eis schwer schätzen. Die Unsterblichen waren fleißig. Wo gestern noch ein Aschehaufen schwelte, liegt jetzt eine Leiche mit milchweißer Haut wie ein toter Fisch. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet, in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen. Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand, aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen, wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Na, das wollen wir aber nicht. Also, du bist der Typ, der hier liegt. Leute, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich mal in Richtung eigentliche Hauptstory weiter, weil sonst wird das hier ja nichts mehr. Von dem her sind wir jetzt hier. Und gehen wieder. Nein, wir gehen schon nach oben, damit wir hier wirklich, wie gesagt, endlich mal... Ja, okay, oder auch doch nicht. Ich wollte gerade sagen noch... Ah ja. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht nach oben gekommen.
Aber cool, dass sie sich gleich das Tor wieder. Shit, sie schießen auf mich. Okay. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Ist eh schon so gut wie kaputt. Super, jetzt muss ich das Katapult erobern. Das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon vorhatten. Manchmal ist, glaube ich, Nahkampf doch einfach das Beste. Jawohl. Aber jetzt kommen sie auf einmal alle gegen auf uns zu, gell? Also jetzt haben wir scheinbar keinen. Holy shit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt hier jetzt überhaupt einen Weg finden. Ich meine, wir gehen jetzt einfach mal hier den logischsten Weg entlang, nämlich Richtung dem Ganzen halt. Und vielleicht hat sich ja jetzt ein Weg mehr oder weniger ergeben. Yes! Holy shit! Den Typen haben wir sauber mitgezogen. Die Frage ist jetzt eben nur, wie kommen wir auf das Katapult? Komm, wieder hoch da! Okay. So. Schön, dass ihr alle da schön nebeneinander steht. Und was macht ihr da für einen Tanz? Ernsthaft? Das tötet euch nicht? Doch, das tötet sie auch. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, Gift bringt sie um, aber eine Explosion bringt sie nicht um. Aber Gift ist scheinbar tatsächlich effektiver. Und ich habe gerade gesehen, das hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht, oder? War das die ganze Zeit schon da? Wenn ja, dann bin ich echt dumm. Und blind. Aber ich bin mir fast sicher, dass das vorher noch nicht da war. So, wir playen lieber ein bisschen safe. Kommen wir hier hoch? Nee, kommen wir nicht. Kann ich... kann darüber. Ah. Okay. Und da brauchen wir, wie gesagt, eigentlich die Pfeile ja gar nicht, weil da können wir ja auch einfach uns so einhängen. Kabusch. Und nochmal Kabusch. Kommt da noch einer? Wir haben noch ein paar Fässer. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben erstmal genug. Das war ja easy dann letzten Endes. Zuerst haben wir uns so lange um dieses Katapult gekümmert und wollten es unbedingt haben, haben es nicht geschafft. Und jetzt, mehr oder weniger, easy peasy, sind wir da. Ach komm, leck mich doch. Leck mich. Okay. Zerstöre das Tor mit Hilfe des Katapults. Ich muss das Tor niederreißen. Okay. Gibt es da mit Sicherheit irgendwo eine Bedienungsanleitung dafür, oder? Für Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben. Achso. Können wir damit eigentlich zum Beispiel auch hier diesen Bogen da? Okay, und wie kann ich das Ding jetzt befeuern? Sieht aus, als könnte ich das Tor ins Visier nehmen. Ja, das ist ja schön und gut. Ich möchte aber auch probieren, ob ich was anderes damit ins Visier nehmen kann. Darum geht's ja hier. Ich brauche eine Info, wie ich das hier losschieße. Aber wir probieren's. Vielleicht wird das jetzt angezeigt. Das muss reichen. Ah, okay. Dann mal los. RT halten, um Schuss aufzuladen. Wir wollen aber erstmal dieses Teil da drüben, glaube ich, probieren. Schauen wir mal, ob das was bringt und ob das was macht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine Herausforderung ist, dass man diese Dinge da anzündet. Herausforderung. Burn, Baby, burn. Einfach entfachen Sie alle Signalfeuer. Seht ihr? Ich habe mir doch gedacht, dass das wieder was bringt. Jetzt müssen wir natürlich bloß wieder alle Signalfeuer finden. Eins habe ich schon hier auf der rechten Seite gesehen gehabt. Schauen wir mal.
dass wir das erwischen hier. Sollte nicht so das Problem sein. Aber die Frage ist, wo sind denn die alle? Also bis jetzt habe ich hier eben nur diese zwei gesehen. Wir haben hier noch ein drittes. Ein viertes. Und wo wäre bitte das fünfte? Das ist, machen sie ja schon wieder so, dass man, dass das Ganze wieder ein bisschen tricky ist. Da sind zwei hintereinander. Ah, okay, gut. Das bekommen wir echt hin, Leute. Das bekommen wir endlich mal hin. Das ist mal eine Herausforderung, die wir schaffen werden. Hoffe ich. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit links. Beziehungsweise zu weit rechts. Oh Gott, und wir kommen nicht so weit nach hinten. Ich glaube, wir müssten dann nochmal auf irgendeinen Katapult. Auf das hintere schaffen wir es nicht, weil mit dem Katapult. Schade. Das hier ist kein Problem, aber ach okay, da drüben steht dann nochmal ein Katapult. Da müssen wir dann auf jeden Fall auch drauf. Und dann können wir alle Lagerfeuer entfachen. Kabusch! Sehr schön. Okay. Dann nehmen wir jetzt das Tor ins Visier, würde ich sagen. Es wird wahrscheinlich eh mehrere Schüsse brauchen. Einfach nur, damit es ein bisschen spannender bleibt. Aber wobei der Schuss schon echt sehr direkt ist. Also. Kabusch! Perfekt, Leute. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Geschafft! Und dann können wir jetzt hier auch uns da einmal runtersliden lassen. Tschung. Können hier rüber. Können mit dem nochmal ein Seil spannen. Ach, hier ist schon ein Seil gespannt. Never mind. Und das Seil ist oben drauf. Okay. Gut. Lassen wir uns einmal hochfetzen. Und easy going. Wir sind durch. Wir sind durch. Okay. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Aha. Wir probieren es, oder? Okay, hat nichts gebracht. Nope. Wo müssen wir denn theoretisch hin? Wir müssen theoretisch darüber. Hä? Ich kann das Ding doch? Hä, was? Wieso? Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich sehe, es hat definitiv. Das ist doch kacke hier. Explosion geht nicht. Schießen geht auch nicht. Und ich wette mit euch, das wäre der Weg zum Katapult hoch wahrscheinlich. Und das brauchen wir, damit wir hier alle fünf Dinger freischalten. Ach komm Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich muss das irgendwie öffnen können. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Ja, schön, aber warum steht da jetzt nichts von wegen, ja, hier öffnen Sie please the door. Wir bräuchten irgendwas mit mehr Sprengkraft, aber wir können mal probieren nochmal. Schießen wir nochmal einen Pfeil rein mit voller Ladung. Ah, da passiert gar nichts, glaube ich. Nee. Das ist mies. Das finde ich richtig mies von denen. Weil ich habe mir da jetzt... Das ist nicht so nett. Schauen wir mal, was wir hier im Lagerfeuer haben. Bevor
ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Okay. Für alle Pfeiltypen beträchtlich erhöhen. Großer isolierter Rucksack, der die Tragerressourcen erhöht. Das sind eigentlich die Sachen, die wir als nächstes lernen möchten. Oder möchte ich zumindest gerne. Aber ihr seht schon, erstens mal, wir brauchen für beides davon, für alles davon, einen fucking Bären. Da haben wir bloß eins. Das oberste, was auch immer das ist, das haben wir locker. Aber schon wieder eine Menge von dem scheiß blöden Leder. Das heißt, ist nicht. Weil wenn, dann möchte ich Pfeile und was möchte ich noch mitnehmen? Ressourcen. Also das müssen wir auf jeden Fall jetzt ansparen.